Ja, heute haben wir ein ganz cooles Thema, und zwar Netter-Typ-Syndrom. Und zwar, wie du eine Frau bekommst, auch ohne zum Bad Boy oder zum Arschloch werden zu müssen. Das habe ich jetzt schon mir gedacht, das ist, glaube ich, ein ganz cooles Thema, weil wir doch schon einige hatten hier im Stream auch. Hallo Niki, Dino. Die sie gesagt haben, oh, ich bin einfach zu nett, die Frauen, die wollen mich nicht, weil ich einfach so nett bin und immer nur haben die Typen eine Chance, die irgendwie scheiße die Frauen behandeln, das kann doch nicht sein, muss ich jetzt auch zum Arschloch werden, damit ich irgendwie eine Chance habe bei Frauen und dann oh, am besten oh, Piano, Piano, Piano. Das untersuchen wir jetzt heute mal ein bisschen genauer, was da wirklich dran ist und ob die Frauen wirklich auf Arschlöcher stehen oder auf Bad Boys stehen oder was dahinter ist. Und was eigentlich Arsch oder Arsch sein, genau, Zitro, bisschen Arsch ist okay, was Arsch eigentlich nur bedeutet und welche Muster genau dahinter stecken. Dankeschön. Genau, und das schauen wir uns heute mal an. Für alle, die sich selber, danke, danke Niklas, für alle, die sich angesprochen fühlen mit dem netten Typ. Ja, wer sich selbst als netter Typ bezeichnet, der darf auch gerne mal in den Site kommen und ein bisschen von euren Erfahrungen berichten. Genau, Frauen lieben schon etwas das Böse. Wirklich das Böse oder ist es einfach nur das Bestimmende? Ist es einfach nur das, was, was eigentlich Männlichkeit auch mit, nicht absolut, aber mit ausmacht? Diese Entschiedenheit, ne? Genau. Das Gegenteil, was einen anzieht. Hallo Shanti. Ich werde immer gleich der beste Freund. Ich hasse es. Ja, Menno. Genau. Ja. Also, es ist ja ganz oft so, ich war ja auch schon mal mit so einem zusammen, mit so einem Bad Boy. Und die Frage ist immer, was sucht man da eigentlich, wenn man mit so jemandem zusammen ist? Ihr dürft als Frauen auch gerne mal eure Erfahrungen unten reinschreiben, was da ihr so anziehend gefunden habt. Ihr dürft gerne mal in den Chat schreiben, was den Bad Boy ausmacht, genau. Ein Bad Boy ist meistens erstmal interessant am Anfang. Hallo Klaus. Ja, am Anfang sind die Bad Boys oder die coolen und die Verruchten und die sich nichts sagen lassen, ja, und ihr eigenes Ding so machen, sind am Anfang meistens irgendwie interessant. Ja, manchmal haben sie auch narzisstische Züge noch. Das kann auch noch damit dazukommen. Und dann findet man die irgendwie anziehend, interessant. Nicht unbedingt anziehend, aber interessant. Und dann kommt in manchen Frauen von uns das Gefühl, ach, den kriegen wir schon noch zurechtgebogen. Den kriegen wir noch schon auf die richtige Fährte. Wenn ich erst mit dem zusammen bin, ach, dann wird er, was weiß ich, aufhören mit Drogen oder dann wird er aufhören, irgendwie aggressiv zu sein oder dann wird er aufhören, Frauen schlecht zu behandeln, dann, wenn ich erst in sein Leben trete, dann wird das ganz, ganz toll. Ja, Pustekuchen. Liebe Frauen, Pustekuchen. Und mit so einer Intuition geht man da halt einfach manchmal ran. Ja, weil man dann denkt, man kriegt denjenigen schon noch gedreht und man hilft ihm schon noch auf seinem Weg. Dann kommt auch manchmal so ein bisschen das Helfersyndrom von manchen Frauen durch. Und dann beißt man sich total die Zähne an diesen Männern aus und denkt, Mann, das muss sich doch mal verändern, irgendwie muss es doch was werden. Aber nein, liebe Frauen, das wird nichts. Ja, also wichtig ist zu verstehen, wenn ich einen Mann kennenlerne, der hat bestimmte Züge an sich, sich zu fragen, wenn der in den nächsten 10 Jahren noch diese Art an sich hat, will ich den dann noch in meinem Leben haben? Wenn er sich nicht ändern würde, wenn er einfach genauso bleibt, wie er jetzt ist, möchte ich dann mit dem Mann zusammen sein? Und wenn du dann ganz klar sagst, nee, ja, dann nicht, um Gottes Willen, dann lass auch die Finger davon. Ja, dann lass die Finger davon. Das ist das eine. Genau, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer nimmer mehr. Ja. Genau, also ganz wichtig, da einfach mal für uns Frauen, die so ein Helfersyndrom haben, das erstmal ablegen und sich sagen, ich werde diesen Mann nicht bekehren und missionieren und zum Besseren werden lassen, weil der ist so, wie er ist. Tatütata. Der ist so, wie er ist und der hat ja auch ganz gut so, ist er ja durchgekommen. Also warum sollte er sich verändern?
Warum? Der zieht natürlich auch immer nur Helferfrauen an, ja. Aber warum sollte er sich verändern? Ein Mann sagt sich ja, wieso? Läuft doch. Läuft doch. Ich muss ja nichts dran ändern. Also eben, dann, das ist zum Beispiel ein Punkt, warum es tatsächlich wir Frauen uns von Bad Boys manchmal angezogen fühlen. Hat das jemand von euch schon mal erlebt? Schreibt das doch mal unten rein. Ich konnte jetzt gar nicht alle Kommentare so schnell lesen. Kathi, ja nur. Okay. Mina, ja leider. Gut. Wie gesagt, wenn du so einen Mann anziehst, hat das nicht unbedingt immer nur was mit dem Mann zu tun, sondern auch ganz viel mit dir selbst, warum du so auf so Männer stehst. Ja, da kann der Mann gar nichts dafür, sondern einfach mal reinzuspüren, okay, warum fühle ich mich denn so angezogen von diesen Männern, ne? Und meistens sind es auch die Männer, wo man kurzfristig mal eine Zeit verbringt, aber nicht jemand, mit dem du in der Regel jahrelang zusammen bist und auch glücklich bist. Gegensätze ziehen sich an. Das ist auch oft so, ja. Gegensätze ziehen sich ganz oft an für eine kurze Zeit. Aber wenn man sich die Beziehungen mal anschaut, die längerfristig sind, ist es doch so, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass Gleiche und Gleich gesellt sich gern, dann doch eher die sind, die für einen langen Zeitraum dann auch zusammen sind, ne? Genau. Also am Anfang ist das spannend, ist das interessant, aber auf Dauer möchte man doch Gemeinsamkeiten mit demjenigen haben. Da wird man nicht ständig, genau, ohne Gemeinsamkeiten schwer, genau, Nikinio. Da ist es doch schwierig, weil da kommst du ja nie aufeinander, da bist du ja nur am Streit, der eine will das, der andere hat das Bedürfnis und du hast das und man ist immer nur im Clinch miteinander und dann macht das auch nicht Spaß, in so einer Beziehung zu sein. Und was ist mit 7 Jahren? Dann geht die Freundschaft auseinander. Ja, nach 7 Jahren erneuert sich immer alles so wieder, ne? Genau. Ja, wer noch kein Favo hinterlassen hat, so wie Nordlicht das gerade gemacht hat, einfach mal oben links auf das Sternchen klicken, neben Flirtcoach Julia Mattes. Und dann bin ich jeden Donnerstag 20.15 Uhr hier bei dir, so wie Leon das auch gerade gemacht hat. Heutige Sandra geht es um das Thema netter Typ-Syndrom, wie du eine Frau bekommst, ohne zum Bad Boy werden zu müssen. Das ist unser Thema. Nein, ich bin kein Single. Ich bin schon lange vergeben. Gibt es einen Refresh nach 7 Jahren, genau. Genau. Danke, Gary. Peter, gut aufpassen, ja. Ja, manchmal sind Bad Boys auch, wie ihr, genau, auch sehr starke, dominante Persönlichkeiten. Und da muss man einfach immer so ein bisschen gucken, mit was man sich da auch wohlfühlt oder auch nicht wohlfühlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hallo Party, hallo Illi. Hi. Genau, heute bis 8:45 bin ich heute da, Jannik, genau. Und die Frage ist auch immer, was motiviert dich, dich an einen Bad Boy ranzumachen oder zu, ja, weil meistens behandeln die einen ja gar nicht so gut, die richtigen Bad Boys, denen bist du ja meistens egal. Und das ist immer die Frage, das hat ja auch ganz viel mit einem Selbstwert zu tun, was man selber in sich trägt. Wenn man sich selbst nicht so viel wert ist, dann lässt man es auch zu, dass andere auf einem rumtrampeln. Und ein Bad Boy trampelt meistens auch auf den Gefühlen von Frauen herum. Die Frage ist immer, wie man Bad Boy jetzt definiert, ne? Also ich rede jetzt wirklich von denen, die ihr eigenes Ding immer machen, denen alles andere egal ist, die sich dann melden, wenn sie sich melden wollen, die sehr dominant sind, die einfach so das Gefühl haben, pff, ne? Don't be a bad boy. Genau. Ja, also. Nein, ein dominanter Mensch ist nicht zwingend ein Bad Boy. Das ist wahr. Genau. Da kommen immer verschiedene Attribute dazu. Das muss man immer sich so jemand mal ganz genau anschauen. Und deswegen lernt man sich ja kennen und nutzt die Kennenlernphase, um eben herauszufinden, wie der andere ist. Und bei uns Frauen ist es ganz oft so, wenn wir in so einer Kennenlernphase sind, und den anderen irgendwie anziehen finden, weil er vielleicht ein bisschen so ist, ja. Dann lassen wir ganz oft am Anfang viel durchgehen bei Männern, ja. Weil wir uns sagen, naja, das wird schon noch. Wenn ich erstmal mit dem zusammen bin, dann passen wir Frauen uns immer sehr stark an. Und dann merken wir nach ein paar Jahren, oh, das ist ja gar nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann wird es schwierig, da halt wieder rauszukommen und dann seine Grenzen aufzuzeigen oder dann zu sagen, was ich will. Deswegen nutzt die Kennenlernphase wirklich, um zu schauen, was ist das für jemand? Fühle ich mich wohl mit dem? Muss ich mich sehr anpassen? Und wenn du merkst, boah, ich muss mich total anpassen, um dem zu gefallen, dann ist es schon wirklich schwierig. Und danke, David. Genau.
Was schreibt Pascal? Freundschaft plus mit meiner Ex. Ich darf mir eine andere suchen. Meine Ex-Freundin darf es nicht. Ist das eine typische Männerklatsche? Warte mal, Freundschaft plus mit meiner Ex? Hast du, ja, Pascal? Und du darfst dir gerne noch eine andere suchen. Aber deine Freundin darf das nicht. Ah ja, sehr egoistisch, ha? Das ist halt, wenn sie es mitmacht, also ich würde sowas nicht mitmachen, aber das muss man schon immer selber sagen, rausfinden, ob man das dann will. Ich finde, dass da Gleichberechtigung herrscht, ja. Also einen Anspruch an jemanden zu stellen, aber selbst das nicht zu gewähren, finde ich nur so mega, also nur mittelmega, eigentlich nämlich gar nicht, ja. Aber wenn du so durchkommst und sie nichts dagegen sagt, dann warum sollte man es dann lassen, ne? Kenne ich ja. dann macht man es einfach scheinbar. Silver QP, ich finde, es soll auf Augenhöhe sein. Ja, finde ich auch. Genau. Und ich möchte mal eine Lanze brechen für alle netten Männer hier. Man sagt zwar immer, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Aber ich würde das jetzt mal umdeuten. Nicht nett, sondern dass du jemand bist, der einfühlsam ist, der vielleicht auf die Frau eingeht. Und das sind alles Attribute, die wir dauerhaft an einem Mann schon schätzen und das auch gut finden, wenn er das in der Beziehung mit reinbringt. Also deswegen, es geht nicht darum, das irgendwie abzustellen. Das Einzige ist, du musst dich halt fragen, warum bist du so nett? Und wenn dieses nett irgendwann umschwenkt in, ich renne der jetzt hinterher, ich will unbedingt gemocht werden, ich will unbedingt, ja, also diese Bedürftigkeit, die dann rauskommt, das wirkt abtörend. Nicht das Nettsein, sondern diese Bedürftigkeit, die man dann, wenn man einer Frau dann hinterher rennt und immer und immer mehr, das ist eigentlich das, was dann abtörend, ja. Also Daniel, netter Typsyndrom haben wir heute, wie du eine Frau bekommst, ohne zum Badboy werden zu müssen. Darum geht es heute. Genau. Dankeschön, Daniel. Genau. Haben wir ein paar nette Männer? Würde Alex sagen, du bist nett. Alex, möchtest du mal reinkommen? Bist du so netter? Na du? Alles klar bei dir? Naja, das ist vom Arbeiten musst zurück. Du. Das ist super. Und selbst. Ah. Bist vom Arbeiten gerade zurückgekommen? Ich bin jetzt hier. Ja. Selber sagen, ob du ein netter Typ bist oder bist du eher der Bad Boy? Erzähl mal. Ich merke, dass ich zum Arschloch werde. Erklär mal. Was meinst du damit? Also, ich habe halt schon gemerkt, dass ich bin jetzt noch dieser Typ gewesen, der sonderlich viel Erfolg bei Frauen hat. Und naja, wie soll ich sagen? Ich habe immer versucht, darauf einzugehen, auf Bedürfnisse einzugehen, auf Wünsche einzugehen, auf alles Mögliche einzugehen. So wie ich mir eine Beziehung vorgestellt habe, so wie ich mir dachte, so fühlt sie sich wohl, so stellt sie sich das vor. So stelle ich mir das vor, genauso habe ich es auch versucht, eins zu eins umzusetzen. Und irgendwann mal antwortet mir dann halt nicht. Also das ist, ich habe jetzt eigentlich ein Musterbeispiel. Ich habe hier auf der Plattform tatsächlich jemanden kennengelernt. Ich habe sie auch angeschrieben. Ich habe sie ganz selbstbewusst angeschrieben mit, okay Alexa, alles klar. Ich habe sie ganz selbstbewusst angeschrieben mit, hey, ich koche was für uns zwei, komm, wir quatschen einfach mal eine Runde. Sie hat zurückgeschrieben, okay, lass einfach erstmal schreiben. Okay, kein Thema. Wir haben Nummern ausgetauscht. Schreiben wir auf WhatsApp so seit ein paar Tagen rum. Sie will erstmal mit mir ein bisschen schreiben, bevor sie sich trifft. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber jetzt, sie schreibt halt irgendwie gar nicht mehr. So der Kontakt geht voll flöten. Mhm. Wie viele Tage schreibt sie euch jetzt schon, Alex? Seit letzten Dienstag, ja. Also eine Woche, also mehr als eine Woche schon. Letzte Woche Dienstag und heute haben wir Donnerstag, okay. Habt ihr in der Zeit mal ein Videodate ausgemacht, dass ihr euch mal so live gesehen habt oder habt ihr nur geschrieben? Tatsächlich nicht. Also es war auch immer so, dass ich ihr am Morgen geschrieben habe. So, also was heißt am Morgen? Manchmal kam halt so guten Morgen oder sowas, so einige Male.
es kam halt immer von mir aus. Von sich aus hat sie eigentlich fast nie so ein Gesprächsthema angefangen oder sonst irgendwas. Nein, Marc, ich schreibe nicht so schnell zurück. Ich setze mir da immer so eine Stunde Zeit oder sonst was. Sie ist auch nicht das Einzige, was mir im Kopf ist. Wenn ich irgendwas zu tun habe, dann fixiere ich mich darauf. Sie ist dann erstmal nebensächlich, weil sie ist erstmal nicht in meinem Fokus, wenn ich irgendwas zu tun habe. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, dass du sagst, dass du eigentlich immer so der Nette bist und derjenige, der drauf eingeht und schaut, wie er sich das vorstellt, wie sie sich das vorstellt und Genau. dass du auch jetzt immer mehr zum Arschloch wirst, hast du am Anfang gesagt. Also, ab welchem Zeitpunkt, was ist denn für dich Arschloch? Was sind denn so Verhaltensweisen, wo du sagst, jetzt werde ich irgendwie zum Arschloch? Das ist jetzt zum Beispiel die Seite, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt die Schnauze voll, dir zu schreiben, wieder eine Kontaktaufnahme zu starten, wieder ein Gespräch anzufangen. Jetzt bist du mal dran. Und wenn du es halt nicht machst, dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ganz einfach. Ich wollte mir eigentlich auch heute zum Ziel setzen, so, okay, schreib sie mal an, ruf sie vielleicht mal an, fragst sie einfach mal, hey, bist du spontan? Sollen wir vielleicht mal Runde telefonieren oder sowas? Hast du da mal Bock drauf? Hab's aber bis jetzt noch nicht gemacht. Stattdessen bin ich jetzt hier bei dir und schaue mir den Stream an. Ja gut, vielleicht kannst du ja was für dich mitnehmen. So sieht's aus. Das ist doch ganz gut. Also es gibt verschiedene Ansätze, wo ich jetzt dir einen Tipp geben kann. Also erstmal finde ich es gut, wenn du dir natürlich auch ein bisschen Zeit lässt mit dem Zurückschreiben. Da gibt es eine Regel, die ich auch mal im Online-Kurs erkläre. Und zwar, wenn du derjenige bist, der immer den Anfang macht, achte mal darauf, dass du dir die gleiche Zeit nimmst, die sich die Frau nimmt zum Zurückschreiben. Also wenn die Frau dir innerhalb einer Stunde zurückschreibt, schreib ihr auch innerhalb von einer Stunde zurück. Lässt sie sich einen Tag Zeit, lass dir auch einen Tag Zeit. Also versuch das Verhalten von der Frau zu spiegeln sozusagen. Weil sonst wirkt es so hinterherrennend, weißt du? Ja, richtig, genau. Der Alex, der meldet sich jeden Morgen um 8:30 Uhr und wünscht mir einen schönen Tag. Alter, wo ist jetzt? Ach, da bist du. Also, ja, Stunde mit Julia. Genau. Also, dass du einfach mal schaust, dass du das Verhalten von ihr spiegelst, ja? Also lässt sie sich, wie gesagt, eine Stunde Zeit, lass dir auch eine Stunde Zeit. Lässt sie sich einen Tag Zeit, lass dir auch einen Tag Zeit. Mach mal nicht immer das, was sie erwartet. Also, wenn du um 8:30 Uhr jeden Morgen, bevor du zur Arbeit gehst, ihr schreibst, wünsch dir einen tollen Tag, dann lass das halt einfach mal weg. Ja, dass es nicht immer so vorhersehbar ist, Okay. was jetzt als nächstes von dir kommt. Ja? Das finde ich immer ganz wichtig, dass du da so ein bisschen, genau. Dann auch mit den Nachrichten, wie viele Nachrichten du schreibst. Also ist das wie so ein Ping-Pong, dass ihr ziemlich viel hin und her schreibt, oder ist es mühselig, du schreibst ihr und sie antwortet und dann passiert erstmal gar nichts den ganzen Tag und dann bist du wieder der Erste, der am nächsten Tag schreibt? Ist das eher so? Darauf läuft es gerade ein bisschen hinaus. Ja, okay. Jetzt, am Anfang war es eigentlich so, das war auch so ein Hin und Her. So, ich habe ihr was geschrieben, darauf hat sie geantwortet, dann habe ich auf ihre Antwort wieder reagiert und das ging halt ewig lang so weiter. Es Okay. kann auch sein, dass eine Konversation zwischen uns beiden auch so über 1 oder 2 Tage zieht, einfach weil wir diese 2 bis 3 Stunden Abstand von Schreibpause zueinander haben. Ja. Ja. Okay, was halt Und immer so ist, dann ist das Thema halt wenn die gegessen und dann stehst du halt da. Ja, ich kann das total verstehen. Das ist total scheiße. Es wirkt halt auf eine Frau, wenn ich dir jetzt zum Beispiel schreibe und du innerhalb von 2 Minuten zurückschreibst, dann habe ich als Frau das Gefühl, oh, der wartet ja nur drauf oder der hat nichts zu tun oder der rennt mir schon irgendwie so hinterher, ja. Ja, das Deswegen, kann ich. ja, genau, deswegen da ruhig ein bisschen, so doof das jetzt klingt, aber ein bisschen Zeit lassen, dass es nicht so, dass sie das Gefühl hat, oh, der hängt ja nur am Handy und wartet, bis ich mich melde, ja. Sonst wird man zu sehr ein Spielball dann auch in dem Moment. Also deswegen würde ich da so ein bisschen aufpassen, wirklich diese Regel einzuhalten. Wie schnell schreibt sie? Und dann ganz, ganz wichtig, auch in der Konversation, das lernt ihr aber auch in meinem Online-Kurs, aber ich gebe gerne schon mal da auch jetzt in Input, weil ich denke, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, zu schauen, wie formulierst du deine Nachrichten? Also stellst du ihr auch Fragen? Also es ist ganz, ganz wichtig, immer eine
Frage zu stellen in jeder Nachricht, die du schickst, damit diese Konversation am Leben bleibt. Also wenn du nur schreibst, hey, tolles Wetter heute draußen, was soll die Frau darauf antworten? Oder hey, was geht ab? Das wäre eine offene Frage, dann könntest du sagen, hey, bei mir geht nicht viel ab und bei dir? Ja, bei mir auch nicht. Und dann ist auch die Konversation wieder tot. Also versuch immer eine Frage zu stellen, sodass sie im Zugzwang ist, dir auch dann zu antworten. Genau, Daniel, eine offene Frage, nicht eine geschlossene. Also eine Frage, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann, sondern immer genau von der Fragetechnik her. Lernt ihr auch alles beim Online-Kurs? Wenn ihr den noch nicht gemacht habt, macht ihn gerne mit. Klickt einfach auf den Banner, den ihr hier habt, und dann findet ihr einen Kurs für Männer, die auf Frauen stehen, und für Frauen, die auf Männer stehen. Für divers gibt es leider noch nicht, aber macht da gerne mit, und da ist wirklich alles drin, ne? Genau, anstatt geht es dir gut, lieber geht es dir. Genau, eine offene Frage. Ja. Und jetzt würde ich mal Alex ein bisschen Abstand von der ganzen Geschichte nehmen. Also ganz oft ist es so, wenn man, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber wenn man energetisch aus dieser Geschichte mal so ein bisschen sich zurückzieht und sich wieder auf seinen Kram konzentriert, spürt das eine Frau, wenn man auf Distanz geht, und dann kommen sie meistens von sich aus wieder angeschissen, weil sie dann denken, oh mein Gott, jetzt ist der Alex vielleicht weg. Aber nur dann, wenn sie dich toll findet, ja, dann aktiviert das bei der Frau, dass sie das Gefühl hat, bevor der Alex jetzt total weg ist, muss ich jetzt nochmal schnell mich melden. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie liebevoll sie schreibt. Das, genau. Noch eine kurze Frage. Wie erkenne ich denn eigentlich, wenn sie wirklich Desinteresse hat? Also wenn sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nur aus Höflichkeit zurückschreibt, so banal sich das anhört, habe ich auch schon oft genug mitgemacht, und dann bin ich halt immer derjenige, so, der sich Hoffnung macht, so, oh ja, ist schön, sie schreibt zurück. Am Ende läuft das Ganze dann darauf hinaus, so, ja, eigentlich warte ich nur darauf, den Kontakt mit dir abzubrechen. Ja, das wirst du jetzt merken, wenn du dich mal nicht mehr meldest, Alex. Okay. Dann merken, ob sie von sich abkommt. Danke, Marco. Weil es ist ganz oft so, dass wir halt höflich sind und uns dann nicht trauen, zu sagen, du lass mich mal bitte, ich habe da kein Interesse oder bist jetzt nicht so mein Typ. Manche Frauen brauchen auch erstmal Zeit. Also das ist übrigens ganz wichtig für alle Männer hier im Chat. Wenn ihr eine Frau direkt anschreibt und fragt, hey, wollen wir uns treffen? Und das schon in der ersten Nachricht drin ist. Die wenigsten Frauen treffen sich mit euch direkt, weil wir Frauen wollen ja erstmal Vertrauen zu euch aufbauen. Und deswegen sagen wir, lass uns doch erstmal schreiben. Und wenn ich in diesem Schreibprozess das Gefühl habe, ja, der ist ganz cool, der kann sich ausdrücken, man kann vielleicht mit dem lachen, man kann mit dem ein bisschen Spaß haben, ist ein cooler Typ, der ist humorvoll, dann trifft man sich auch. Ja? Oder wenn man ein bisschen was Persönliches von demjenigen erfährt, dann melden wir uns. Also dann wollen wir auch ein Treffen. Aber bitte vermeidet in euren Icebreakern direkt am Anfang zu schreiben, hey, ich finde dich süß, hast du Lust auf einen Kaffee? Sorry, 99% klicken euch dann weg, weil das viel zu schnell geht. Das ist viel zu intim, viel zu schnell. Wir wissen ja noch gar nicht, ob ihr in Anführungsstrichen, das dürft ihr jetzt nicht böse nehmen, sondern wir Frauen checken erstmal, ist das ein Mann, wo Gefahr ausgeht oder nicht? Muss ich Angst haben vor dem, dass der mich nächste Woche absticht, wenn ich mich mit dem treffe? Ist der irgendwie, ich kenne den doch gar nicht, das ist ein wildfremder Mann. Ja, und dann haben wir Frauen natürlich Angst und wollen ja erstmal Vertrauen aufbauen, um zu merken, hey, das ist ein cooler Typ, passiert nichts, lass uns treffen. Ja, also es sind immer so diese Alarmmechanismen, die unbewusst, instinktiv in jeder Frau erstmal drin sind, ne? Was wäre denn so, irgendeine gute erste Nachricht? So irgendwas, was vielleicht gut ankommen könnte, wo man sich auch Gedanken drüber macht? So. Ja, fällt dir naja, was am ein? Besten das Profil anschauen. Ich würde immer das Profil anschauen erstmal bei ihr, das, was dir gefällt. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit einem Kompliment direkt starten. Also mit Kompliment, das habe ich auch schon hier gehabt, mit Komplimenten überschüttet zu werden, ist zum Beispiel sehr schwierig. Wirkt auch super bedürftig, viel zu nett. Also nehmt das bitte raus. Ja, also es gibt Vorlagen für Icebreaker, auch in meinem Online-Kurs. Da könnt ihr die auch euch kopieren. Da könnt ihr mal schauen. Aber wichtig erstmal generell, dass ihr auf das Profil Bezug nehmt. Nicht Copy-Paste. Hey, hey, hey. Und was halt viel, viel wichtiger noch ist, bevor ihr euren ersten Icebreaker überhaupt schreibt, ihr Lieben, macht erstmal euren Profil.
Super, ja. Achtet erstmal auf euer Profil, dass ihr die richtigen Fotos drin habt, dass ihr die Beschreibung drin habt, dass ihr die Fragen cool beantwortet. Weil das ist das Erste, wo die Frau drauf geht. Ihr schickt einen Icebreaker, sie liest sich den Icebreaker durch, dann guckt sie als Erstes aufs Profilfoto, schaut, ist der mir sympathisch? Wenn ihr sympathisch seid, geht sie auf euer Profil, schaut sich die anderen Fotos an, kriegt erstmal einen Eindruck, was ihr geschrieben habt und dann antwortet sie euch. Oder auch nicht, wenn sie sagt, nicht mein Typ oder irgendwas passt nicht. Ja, deswegen achtet immer darauf, bevor ihr loslegt mit Icebreakern schreiben, dass ihr erstmal euer Profil auf Vordermann bringt. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Woher ich das weiß, ich mache es auch so, wenn mir jemand schreibt, selbst wenn der Icebreaker, ich sag mal, nicht so toll ist, danke, der Typ aber nett aussieht, dann kann es auch mal durchgehen, dass ein Icebreaker, der relativ oberflächlich ist und nur wie geht's, trotzdem eine Chance hat. Ja? Aber wenn mir jetzt jemand schreibt, hey, wie geht's, und ein schlechtes, in Anführungsstrichen, schlechtes Profil hat, dann hat der keine Chance, dann kriegt er eine Absage. Okay, Alex, erstmal Dankeschön für... Danke dir. Ja, sehr gut, sehr schön, genau, prima. Also, du bist ja sehr lernfähig, wie ich gerade sehe, und nimmst es auch ernst. Mach gerne mal beim Online-Kurs mit, wenn du Lust hast. Du bist da, glaube ich, so ein Kandidat, der da viel für sich rausziehen kann. Und danke schön, dass du mitgemacht hast, und bleib gerne im Stream. Danke, und dann beantworte ich euch noch die anderen Fragen. Jawohl. Also. Danke, alle. Ciao, mein Lieber. Cooler Typ. So, Männer bekommen so gut wie nie einen Icebreak. Ja, ihr Lieben, wie machen wir Frauen das, dass wir zeigen, dass wir euch toll finden? Wir schicken euch keine Icebreaker. Das wäre zu anbiedernd als Frau. Ja, das machen wir nicht. Wie machen wir das? Wir machen das ein bisschen anders. Wir verschicken unsere Sternchen, unsere Likes. Das ist unsere Art, einen Icebreaker zu schicken. Ja? Also denke der Frau, ein Like zu schicken, ist schon ein Zeichen, ich finde dich toll. Das heißt, wenn ihr ein Like von der Frau bekommt, ein Sternchen von der Frau, schreibt sie direkt an. Wartet nicht einen Tag, wartet nicht zwei Tage. Nutzt die Gunst der Stunde, bevor die Frau sich das wieder anders überlegt und sagt, oh, was habe ich da jetzt gemacht? Hilfe! Ja, schreibt direkt zurück. Ja? Sehr schön. Und wenn ihr nicht dein Typ bist, dann schreibst du nicht zurück. Akademiker, du bekommst keine Likes, dann muss man sich dein Profil mal anschauen, woran das liegen könnte, dass du keine Likes bekommst. Okay, ich bin gerade auf deinem Profil. Wenn du schreibst, Akademiker, wenn ich darf, 43, du hast auf dem Bild irgendwie, das sieht aus wie eine Knarre oder keine Ahnung, was das ist, da hätte ich auch schon mal Angst. Über mich, bin voll die Katastrophe. Sorry, wenn du über dich selbst schon sagst, dass du voll die Katastrophe bist, warum sollte ich dir dann antworten? Ich will doch nicht mehr eine Katastrophe in mein Leben ziehen. Ja? Guckt mal, wie ihr über euch selbst schreibt. Also da bitte guckt einfach mal auf euer Profil, was ihr da über euch selber schreibt, wie euch in welches Licht ihr euch rückt. Ganz, ganz ganz, ganz wichtig. Patrick, du bekommst nie eine Antwort. Dann muss man sich deinen Icebreaker anschauen oder auch mal dein Profil, wenn du nie eine Antwort bekommst. Guck mal, ich merke, du machst, das ist das erste Mal scheinbar hier bei mir im Stream. Ihr Lieben, wollt ihr es ihm sagen, dem Patrick 29, was am Profilbild nicht passt, oder soll ich es schnell machen? Keine Sonnenbrille im Profilfoto. Wir Frauen wollen die Augen sehen. Wechsel bitte sofort dein Profilfoto aus. Patrick, nimm ein Foto, wo ich deine Augen sehen kann.
Ja, kann man auch machen. Frauen im echten Leben ansprechen, das geht auch. Das geht auch. Entschuldigung. Jetzt mit Corona halt ein bisschen schwierig. Geht auch anzusprechen. Dankeschön, Marc. Mit Mundschutz muss man halt darauf achten, haben wir nur die Augen und den restlichen Körper, mit dem wir arbeiten können, wenn wir, wenn wir flirten. Weil das Lächeln fällt weg. Wenn da die Maske davor ist, sehe ich zwar, wenn jemand lächelt, weil sich hier die Augenfalten zeigen, aber du musst halt sehr stark mit deiner Körpersprache arbeiten. Und wenn du das nicht so gewohnt bist, macht Online-Dating vielleicht in dem Moment ein bisschen mehr Sinn. Ihr Lieben, wer noch kein Favo hinterlassen hat, mal oben aufs Sternchen klicken. Oben links Flirtcoach Julia Matt, das ist für alle, die neu mit dabei sind. Jeden Donnerstag 20.15 Uhr eine Frage zum Flirten, Daten, Verlieben. Heute zum Thema netter Typ-Syndrom. Wie du eine Frau bekommst, ohne Bad Boy oder Arschloch werden zu müssen. Oh, danke für die Pommes, ich habe Hunger. Ich habe Hunger, ich krieg Hunger. Oh, was ist das? Oh, wie cool ist das denn? Was kommt da denn jetzt raus? Ach, sind die süß, die Häschen. Dankeschön. Das ist sehr cool. Oh, noch mehr Häschen. Oh, ich finde die Häschen süß. Ach, wie süß. Wie süß. Da kommen ja noch mehr. Hui, die Karnickel hier. Ist das goldig. Dankeschön. So. Genau. Also, was ich euch noch sagen möchte, wie gesagt, also netter Typ, bitte bleibe nett und sympathisch, weil das ist das, was wir Frauen letztlich in der langen Beziehung wirklich wertschätzen an einem Mann. Nur ganz wichtig, überleg dir, warum bist du so nett? Ja? Was ist deine Motivation, warum du so super, waren das Busen an den Häschen? Was ist deine Motivation, warum du so nett bist? Ja? Was ist die Motivation? Bist du nur nett? Bist du wirklich nett? Oder tust du nur nett, um zu gefallen? Ich weiß, das ist jetzt rein sehr psychologisch, wie ich das jetzt hier angehe. Aber vielleicht kannst du dich für den Gedanken öffnen, dass eine Frau auf 100 Meter riecht, wenn es ein Mann, wenn ein Mann zwar nett ist, aber eigentlich super bedürftig ist. Dann wechseln wir die Straßenseite, dann kommt uns so jemand nicht ins Haus. Dafür braucht man auch manchmal Menschenkenntnis, ja. Viele Frauen spüren das. Und ihr Männer, ihr spürt das auch, wenn es da eine Frau ist, die einfach nur bedürftig ist und einfach irgendwie einen Mann sucht, damit sie nicht alleine ist. Ja, das mag vielleicht für Sex mal ganz interessant sein, aber will man auf Dauer mit jemandem zusammen sein, der das so ausstrahlt? Also wir Frauen oder viele Frauen, ich kann es nicht für alle sprechen, aber viele Frauen möchten das nicht. Und wenn das nämlich dann kippt, diese Nettigkeit in Bedürftigkeit, das, was wir eben gerade mit Alex hatten, wo es sein kann, dass du der Frau schreibst, und dann schreibt sie nicht zurück, dann schreibst du ihr wieder und wieder und wieder und dann, oh, erdrückst du sie mit deinen ganzen Nachrichten. Du willst nett sein und fragst so viel. Und dann wirkt das total, Entschuldigung, bedürftig auf die Frau. Und wie soll ich sagen, dann kippt dies, dann kippt das. Ja? Also habt nicht die Angst, dass sie dich nicht mag, wenn sie nicht gleich antwortet. Jeder hat ja von uns auch noch ein Leben. So wie Alex das auch gerade gesagt hat, der hat auch noch ein Leben neben Luwu, neben allem anderen. Und da kann es auch mal sein, dass man nicht nach einer Stunde gleich zurückschreiben kann, sondern erst abends, wenn man wieder zu Hause ist. Ja, also nimmt das nicht zu persönlich dann, wenn dann nicht gleich eine Antwort kommt. Und hab keine Angst, jetzt ist sie gleich weg, wenn ich ihr jetzt nicht nochmal schreibe. Dann ist sie wirklich weg. Versteht ihr? Dann ist sie wirklich weg. Ich denke, dass man auf einer Pentagon, ich denke, dass man auf einer wertschätzenden Art und Weise sich gegenseitig begegnen sollte. Männer wie Frauen. Dass ich einem Mann wertschätzend, respektvoll begegne und freundlich bin und genauso das auch von dem Mann erwarten kann. Ja? Also es sollte auf beider Seiten sein. Und man muss nicht erst eine harte Schale auffahren, eine super harte Schale, und zu gucken, wer knabbert sich da jetzt erstmal durch.
weil viele haben dann vielleicht auch kein Interesse dann. Hi Patrick. Ich finde, Frauen sind sehr oberflächlich, sorry. Du, Männer auch. Also, das sind beide Geschlechter. Ich glaube nicht, dass man das nur Frauen zuweisen kann. Das ist beiderseitig. Und was heißt oberflächlich? Man hat einen ersten Eindruck. Man schaut erstmal, könnte das passen miteinander oder nicht. Und ich finde immer, man sollte sich im besten Licht darstellen. Und da ist ganz wichtig, dass du dir einfach auch dich selbst dir überlegst, boah, dein Profil zum Beispiel ist eine Werbung, die du wie 24 Stunden, 7 Tage die Woche hier online stellst bei LOWU. Da würde ich doch vorher ganz genau überlegen, welche Fotos stelle ich da ein. Also, und das machen die wenigsten, dass sie sich Gedanken machen. Ja, klar muss man sich auch in den Charakter verlieben. Wir Frauen gucken sogar über das Optische oft hinweg, nur weil uns der Mann vom Charakter gefällt. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ja? Aber irgendwelche Anknüpfungspunkte müssen wir ja auch in der Optik finden, um jemanden attraktiv zu finden. Ist ja auch wichtig. Ohne Attraktivität kein Sex. Ja, also das muss ja auch da sein. Ja, auch viele Frauen werden bombardiert. Also gut, das muss man sich halt einfach mal so vorstellen. Als Frau bekommt man hier schon ziemlich viele Nachrichten pro Tag. Ja, man wird da schon ziemlich zugeschüttet. Und wie willst du aus der Masse dann auswählen, wem du jetzt zurückschreibst oder nicht? Und manchmal ist es auch so, da bekommst du als Frau einfach an einem Tag vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10, je nachdem, welche Fotos du auch drin stehen hast. Und manchmal bist du in Laune zu antworten. Manchmal bist du einfach abends müde und denkst so, oh, jetzt mag ich gerade gar nicht. Gehst bei LOWU vielleicht rein, dann stehen oben schon, du hast Icebreaker. Und dann ist es manchmal so, dass du dann vielleicht draufklickst, aber gerade gar nicht den Kopf dafür hast, jetzt zu antworten. Also es kann sich auch mal lohnen, 2 Icebreaker an die gleiche Frau zu schicken. Das kann auch mal gut sein, weil es vielleicht in einem anderen Moment die Frau eher ein offenes Ohr dafür hat oder irgendwie bereiter ist. Man muss ja auch in einem Flirtmodus sein. Und nicht in diesem Konsummodus. Und das ist halt manchmal so, dass man dann da manchmal doch auch schneller wegklickt, als man dann dachte, wo man sagt, ach, warum habe ich den jetzt weggeklickt, ne? Und dann ist er weg, aber dann ist er weg, dann ist es blöd. Genau. Ja, auch flirten muss gelernt sein, genau. Michi, du, deine 80 Icebreaker haben nicht funktioniert. Dann guck dir bitte meinen Kurs an. Also, und versuche da Selbstbewusstsein aufzubauen, Michi, du. Ich weiß, dass das frustrierend sein kann, wenn man so viele Icebreaker schreibt. Aber die Frage ist, schreibst du 80 immer gleich? Ist das immer das Gleiche, was du reinschreibst? Ja, also das ist immer die Frage. Wenn du immer es gleich machst und immer keinen Erfolg hast, dann musst du was verändern. Wenn du immer Copy-Paste machst, dann wird das nichts. Und Frauen merken dann auch, wenn es Copy-Paste ist. Ist auch so. Genau. Also da immer muss man sich wirklich mal anschauen, was du genau schreibst. Und genau. Ah, Bauer Jan. Cool, bist ja auch hier. Hast du auch was Schönes zu erzählen? Was hast du denn zu erzählen? Genau, Franziska, der Icebreaker sollte schon auf die Frau bezogen sein. Genau, ja. Das merkt man einfach, wenn man einfach nur, hey oder wie geht's? Da hast du das Gefühl, da hat sich jemand überhaupt keine Mühe gegeben. Man will ja auch ein bisschen umgarnt werden oder man will das Gefühl haben, dass man die Auserwählte ist. Aber wie gesagt, ja, Bauer Jan, komm ruhig rein, aber überschüttet sie nicht mit Komplimenten, weil das wirkt wirklich sehr schnell bedürftig. Ich habe mal eine Mail gekriegt, die war so lang und nur Komplimente, wo schon drin stand, du bist meine Traumfrau und ich finde dich so toll und auch oh, deine Ausstrahlung und die Fotos und bababa. Boah, da war ich total erschlagen und gesagt, um Gottes Willen, too much, der kennt mich doch gar nicht. Ne? Wir Frauen denken erstmal, der kennt mich doch gar nicht. Der weiß doch gar nicht, wie ich bin. Der sieht doch nur ein Foto. So, Bauer Jan.
komm mal ins Seid. Der Jan. Hi Jan! Oh, wir hören dich nicht. Ich glaube, du musst mal anmachen. Wir hören dich nicht. Kein Ton. Wir hören dich leider nicht. Mann, Mann, Mann. Wir sehen dich, du Hübscher, aber wir hören dich nicht. Scheiße. Mist. Muss es unten reinschreiben. Warte mal, nochmal raus. Ich kick dich nochmal kurz raus und hol dich gleich nochmal rein. Genau. Oder Handy-Neustart, ja genau. Pantomime, das ist auch gut. Erzähl uns deine Geschichte pantomimisch. Nur mit Mimik und Gestik und mit den Händen. Ist ja auch lustig. Probier was nochmal. Sag was. Ah, immer noch nicht. Mach's mal pantomimisch. Was ist passiert? Wir hören dich leider nicht. Gebärdensprache, genau. Lautlosmodus rausmachen. Okay, ja, dann start nochmal neu. Super. 15 Minuten hast du noch. Genau. Also, ihr Süßen, wer noch kein Like, oder beziehungsweise Like, sage ich schon, jetzt fange ich auch schon mit Like an, ne? Bitte mal oben links, wer neu mit dabei ist, aufs Sternchen klicken. Und zwar genau jetzt oben links neben Flirtcoach Julia Mattes. Damit hinterlässt du ein Favo. Einfach mal draufklicken. Vielleicht knacken wir die 5.900. Also für alle, die neu mit dabei sind, schreibt mal bitte unten jeder eine 1 rein, der noch da ist. Genau, Tom hat das gerade richtig gemacht. Salsa hat es eben richtig gemacht. Genau. Genau. Ui, da sind noch ganz viele da. Sehr schön. Also hinterlasst mal einen Favo für die, die neu sind. Jeden Donnerstag, 20.15 Uhr, deine Fragen zum Flirten, Daten, Verlieben. Und Dankeschön, Marc. Und jetzt probier was nochmal. Eyüp ist neu, dann Favo hinterlassen. Direkt oben links aufs Sternchen klicken. Ich krieg langsam Hunger. Von den ja, richtig gemacht, Eyüp. Jetzt höre ich doch was, oder? Da lacht er. Stummfilm. Stummfilm. Erzähl, Bauer Jan, was ist passiert? Danke, Peter. Das war nicht ganz unerwartet. Ich war live gewesen. Und dann kam ein Mädchen bei mir rein, das ich auch echt also attraktiv fand. Und auch die kam bei mir auch ins Seid rein. Haben uns sehr gut verstanden. Und jetzt schreiben wir auch im WhatsApp. Okay. Ich habe ihr geschrieben gehabt. Aber dann hat sie mir gesagt gehabt, dass sie im Krankenhaus war. Okay. Und wenn der Corona-Scheiß sich gelegt hat, wollen wir uns auch auf jeden Fall mal treffen. Ja, sehr schön. Ihr könnt ja Videodaten jetzt erstmal die Funktion ein bisschen nutzen, oder? Ja, dann guckst du nur, dass dein Mikro funktioniert, ne? Und dass du nicht halbnackt auf der Couch lungerst. Auf WhatsApp. Oder auf WhatsApp oder wo auch immer. Genau, wo hat er das Mikro? Mein Mikro ist da. Ja, voll cool. Ja. Also, da läuft doch was. Sehr schön. Sehr schön. Cool. Und auch für dich die Regel, immer so lange warten, bis sie geschrieben hat und dementsprechend dann antworten, ne? Ich lasse sie immer eine Woche warten. Was? Nein, Spaß. Eine Spaß. Lass sie immer eine Woche warten. Spaß beiseite. Ich lasse ihn einen Tag warten. Und dann nach dem Tag schreibe ich einen Text. Und dann lasse ich hier einen Tag warten, wenn sie nicht schreibt. Wenn die Frauen Interesse haben an dir, werden sie auch antworten, denke ich mir. Ja. Ja. Halt immer gut, wenn du Fragen reinnimmst, damit sie auch antworten kann. Ne? Ganz viele Frauen haben nämlich ganz schnell einen Upturn, wenn sie manchmal nicht wissen, was sollen sie mit der Nachricht anfangen, wenn da gar keine Frage drin ist. Ja, also immer versuchen, wirklich eine Frage zu stellen, damit signalisierst du Interesse und sie hat einen Anknüpfungspunkt, dass sie auch antworten kann. Ganz, ganz wichtig. Das vergessen echt die meisten und wundern sich dann, warum der Chat irgendwann tot ist, so, warum nichts mehr läuft dann. Ja, cool. Jemand hat vorhin Icebreaker geschickt, also ich schicke keine Icebreaker, ich habe noch gefüllte 180 Stück. Ich schicke keine
ich bin da kein Fan von. Wenn mich jemand nicht jemand attraktiv finde, oder schreibe ich sie persönlich an. Mhm. Und da hat mir ja die beste. Spielst du auch viele Matches dann auch, oder? Wie bitte? Spielst du dann viele Matches, würde ich sagen, auch, oder? Viele Matches. Nee? Nee? Okay. Okay. Gut. Danke fürs Teilen, Jan. Bitteschön. Viel Spaß noch. Ciao. Ja, ihr Süßen. Also, da hat jeder eine andere Strategie, die er da fährt. Ne? Der eine schreibt Icebreaker, der andere spielt viele Matches. Das kannst du auch als Strategie machen, dass du einfach viele Matches spielst. Danke, Ayrup. Und danke. Danke, Dennis. Genau, dass du einfach viele, viele Matches spielst. Und dann bleibt da auch was hängen, sozusagen. Merci, ihr Lieben. Ihr wisst Bescheid, drüben geht jetzt gleich die Show los bei Adrenalin, Mr. und Mrs. Louvou. Da könnt ihr, wenn euch das interessiert, direkt dann auch rübergehen. Peter fragt Franziska nach dem Instagram. Genau, sehr schön. Hier wird es schon ein bisschen, ja, sehr gut, sehr gut. Miss Sweetie. Genau, 1989. Sicherlich gibt es auch Fake-Profile, die hast du auf jeden Plattformen. Genau, aber es gibt auch ganz, ganz viele echte Profile. Und so wie die Herren und Damen, die jetzt hier gerade, Jungs und Mädels, die alle hier jetzt gerade bei mir im Stream sind. Genau. Genau. Also, wer noch kein Favo hinterlassen hat, oben links mal bitte aufs Sternchen klicken, wie Caro das gerade gemacht hat. Wenn ihr eine Folge verpasst haben solltet von meinen Donnerstag-Streams, schaut mal bei YouTube. Bei YouTube gebt ihr einfach im Suchfeld oben Louvou Julia Mattes ein, im Suchfeld bei YouTube. Und dann findet ihr alle oder fast alle Folgen, die wir gemacht haben, jeden Donnerstag. Und dann kannst du dir das auch nochmal anschauen. Auch da gerne einen Daumen hoch hinterlassen, da freuen wir uns auch, wenn ihr die YouTube-Videos auch liked. Das ist immer sehr schön und hilfreich. Wer mir auf Instagram folgen möchte, sehr, sehr gerne auch. Da gehe ich sonntags immer um 18.30 Uhr jetzt neuerdings live für eine halbe Stunde. Also geht gerne auch auf Instagram, wer das von euch hat und da Bock drauf hat. Flirtcoach Julia Mattes, und dann findet ihr da auch mein Profil. Genau, da könnt ihr mir gerne folgen. Nächste Woche, schon mal zum Teasern, haben wir das Thema Trennungsschmerz, wie du mit deiner Trauer umgehst und wieder glücklich wirst. Und da passen auch die Fragen, die wir gestern hatten. Wie gehe ich denn damit um mit meiner Ex-Freundin? Ich hänge noch an ihr. Wie kriege ich das hin, dass ich sie loslassen kann? Wie schaffe ich das? Also dann, wenn es im Herz richtig weh tut, dass wir da ein bisschen Abhilfe schaffen. Und das machen wir nächste Woche Donnerstag um 20.15 Uhr. Genau. Wer noch nicht beim Online-Kurs mitgemacht habt, für alle, die Icebreaker-Vorlagen, so doof das jetzt klingt, dann macht meinen Online-Kurs mit. Da sind Vorlagen drin, die funktioniert. Genau. Danke, Niki. Danke, Roberto, fürs Mitmachen. Dankeschön, ihr Süßen. Genau. Berlin. Danke fürs Favorisieren. Genau. Online-Kurs findet ihr, wenn ihr einfach nochmal in die in den Banner oben reingeht. Und da ist das hinterlegt. Oder ihr könnt auch einfach direkt auf mein Profil gehen, hier, wo ihr jetzt gerade Favo hinterlassen habt. Oder was ihr auch machen könnt, mir einfach auf meine Homepage gehen, julia-mattes.de. Da findet ihr auch alles zu dem Kurs. Meine Kette! Dankeschön, Franzi! Dankeschön. Gestern hatte ich sie an. Dankeschön. Ja, falls ihr euch gefragt habt, diese Kette, das ist mein eigenes Gift sozusagen. Die könnt ihr auch woanders bei anderen Streamern vergeben oder eben auch bei mir. Und das ist die Kette, die ich sonst immer hier trage. Und fand ich sehr schön. Sehr, sehr cool. Einzige Schweizer. Doch, wir haben doch öfters mal Schweizer hier. Mein Name? Fragezeichen. Sicherlich hast du auch... Maria, stimmt, genau. Maria ist aus Zürich. Mhm. Genau. Ja, cool.
Gerne, Almachiko. Gerne, Peter. Freu ich mich, wenn ich euch hier weiterhelfen kann, auf jeden Fall. Danke, Franziska. Ich mache das echt gerne für euch, wenn ich hier euch weiterhelfen kann, wirklich, wirklich sehr gerne. Also ihr habt immer Möglichkeiten, kostenlose Tipps hier zu bekommen, jeden Donnerstag 20:15 Uhr oder auch bei mir auf Instagram. Was ich nicht mache, ist, wenn jemand mir im Nachgang noch Fragen stellt, bitte, das mache ich wirklich dann hier auf Instagram. Auf Luwu. Ja, ich kann auch noch ein paar Profilchecks machen, wenn ihr möchtet. Wer möchte, dass ich mal quick and dirty auf euer Profil schaue und ein paar Hinweise gebe, dann mache ich das sehr gerne. So. Patrick, das Aktuelle wird gerade überprüft. Ja, gut, genau. Also da hatte ich ja gesagt, Patrick, bei dir bist noch da. Wie gesagt, nimm das bitte raus, was du jetzt hast mit der Sonnenbrille. Nimm eins rein, wo man dich sieht. Und bitte immer darauf achten, wenn ihr ein Foto macht, mach die Fotolinse nicht, dass das von unten fotografiert. Ja, also das, so wie du es jetzt hast, ist ja so von unten fotografiert, so ungefähr. Da hat man immer ein Doppelkinn, das sieht unvorteilhaft aus. Man kann die Nase reinschauen. Wenn es so ist, ist es auch nicht gut, es wirkt devot. Schaut, dass die Linse, die Kameralinse, wenn ihr das Foto schießt, wirklich auf Augenhöhe ist. Ganz wichtig, ja, macht das Foto immer auf Augenhöhe. Weil du willst ja nicht devot wirken und das tust du, wenn du das Foto von so machst, beziehungsweise wenn du es von so machst, Entschuldigung. Ja, und das andere wirkt dann auch unvorteilhaft. Also achte da immer ein bisschen drauf, Kameralinse auf Augenhöhe. Über mich spontan, neutral, freundlich, ruhig, einfühlsam. Okay, Patrick, gib noch mal an, welche Art von Frau du suchst. Ja, dieses über mich Feld müsst ihr nicht immer nur mit Daten über euch ausfüllen, sondern schreib schon direkt rein, welche Art von Frau du suchst. Ja, damit man, wenn man jetzt zum Beispiel hier im Stream ist und eine Frau, Patrick, finde ich toll und klickt da jetzt drauf, dass ihr schon gleich ein bisschen was über dich erfährt und schon gleich spürt oder merkt, bin ich die richtige Frau, die der Patrick gerne in seinem Leben haben will. Macht das Sinn, ihn da jetzt anzuschreiben? Ja, Patrick, ich hoffe, das hilft dir jetzt erstmal. So. Die anderen Fotos, wie gesagt, die sehe ich dann nicht, ne? Also ich kann jetzt nur dein Profilfoto, kann ich jetzt sehen. Also, Michi, du, ich gucke mir auch gerne jetzt deins mal an, 45. Löwenzahn, Patty, die Dicke, was immer das heißen mag. Wahrscheinlich auch irgendwas, was du folgst. Über mich, hallo, bin Micha, gerne lasse ich mich von einer Frau finden. Für eine feste Beziehung. Da ich selbst lieb, ehrlich und sehr, sehr treu bin. Das ist gut. Liebe Frauen, traut euch, da ich mich selten traue. Ja, okay. Das heißt, du bist sehr schüchtern und du hoffst darauf, dass die Frau den ersten Schritt macht. Ja? Wir Frauen wünschen uns aber auch, dass der Mann so ein bisschen schon den ersten Schritt macht. Also da sagst du ja schon in deiner Aussage, ich lasse mich gerne finden, ich mache nichts, ich bin hier, komm du mal auf mich zu. Und die Frage ist, wie erfolgreich bist du damit? Und ich glaube, dass du damit nicht so erfolgreich bist. Versuch das mal rauszunehmen. Du kannst es ja denken, dass du hier bist und dich gerne von einer Frau finden lassen möchtest. Aber du musst ja nicht in das Profil reinschreiben. Weil viele Frauen wünschen sich schon, dass der Mann den ersten Schritt macht. Und wenn du lernen willst, wie du den Mut aufbringst, den ersten Schritt zu machen, wie gesagt, mach einen Online-Kurs mit, dann funktioniert das. Und mit dem Foto. Da sitzt du, glaube ich, auf der Couch. Erstmal gut mit Blick auf Augenhöhe. Das ist sehr gut. Auch keine Sonnenbrille. Perfekt. Vielleicht hast du noch ein Bild, was ein bisschen so eine Geschichte erzählt, wo du einen schönen Hintergrund hast. Vielleicht aus dem Urlaub. Sowas ist auch immer sehr cool. Hast du sowas vielleicht? Dann guck doch mal, ob du das vielleicht austauschen könntest. Ja?
Genau, also ich bin jetzt nicht von Luwu, das heißt, wenn ihr Fragen habt, das müsst ihr dann bitte bei Luwu nachfragen. Bitte, bitte meins. Mein Name, Fragezeichen. Mein Name, bist du noch da? Mal unten 1,43 aus Grabs beim Autofahren. Bist viel unterwegs? Also was ich immer cool finden würde, wenn man wirklich deinen Namen drin stehen hat, das zum einen, also wenn ihr ein Profil anlegt, macht es der Frau nicht so schwer, dass sie noch grübeln muss, wer das jetzt ist oder so mit. Schreib doch deinen echten Namen rein. Wenn du echte Frauen anziehen möchtest auf dein Profil, sei selbst echt und schreibe deinen echten Namen einfach rein. Ja, so wie du heißt. Und über mich frag einfach. Auch wieder so eine Haltung, ich lehne mich zurück, ich will nicht den ersten Schritt machen. Wenn du was von mir willst, dann komm du. Nochmal, auch hier, wir Frauen machen nicht gerne den ersten Schritt. Ja? Schreib rein auch, was du dir vorstellst. Wie soll die Traumfrau sein? Dann kannst du am Anfang schon aussortieren, dass sich auch nur richtig die Frauen bei dir melden, die du gut findest. Genau, ansonsten, ja, du kannst ein Foto nehmen, was im Auto ist. Würde für mich jetzt so symbolisieren, der ist viel auf Achse, der ist viel unterwegs, der ist wenig zu Hause. Oder weil du auch so in so einem Business-Anzug bist. Also ich glaube, dass du viel arbeitest, dass du vielleicht ein Workaholic bist. Das kommt bei mir jetzt so an. Wenn du sagst, nee, das will ich gar nicht ausdrücken, sondern eher, boah, mit mir kann man auf Reisen gehen. Ja, das assoziiert man jetzt mit dem Foto. Dann würde ich es nicht im Business-Outfit machen, wenn es im Auto sein soll. Ja? Oder gar nichts im Auto. Ja, also es sind immer Bilder, die du erschaffst bei der Frau in dem Moment, wenn man sich das anschaut. Das ist einem oft gar nicht so bewusst. Ich hoffe, das hat dir schon mal ein bisschen geholfen. Ansonsten bist du ja ein toller Typ. Also gerne irgendwie, schreib mal deinen echten Namen rein und dann, da fängt es dann schon an. Genau. Okay, Laura kann man mal kicken. Vielleicht Klaus? Dankeschön. Dankeschön. Der Peter möchte. Peter, warte mal. Ich habe. Peter, du willst auch? Schreib mal unten eine 1 rein. Peter 29. Über mich. Loyal, aufrecht und zielstrebig. Okay, das ist gut. Dann hast du schon mal ein bisschen was über dich. Ein paar knallharte Fakten. Auch hier bitte schreib schon mal rein, welche Art von Frau du suchst. Soll die sportlich sein? Soll die tierlieb sein? Soll die reiselustig sein? Soll die, was wünschst du dir? Und das machen sich ganz oft die Menschen gar keine Gedanken. Die sagen auch einfach irgendjemanden. Und irgendjemand kommt aber nicht in dein Leben, ja? Sondern soll ja eine tolle Frau sein, mit der du, Peter, dich wohlfühlst. Deswegen schreib unten mal rein, mach dir ein bisschen Gedanken, schlaf auch mal eine Nacht drüber, überleg dir mal so ein bisschen, wie soll die Frau sein, dass du dich richtig mit der wohlfühlst. Und dann schreib das mit rein. Und vom Foto her bist du ja auch ein hübscher Typ. Auch da wieder gucken, das Foto auf Augenhöhe würde ich machen, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen was vom Hintergrund sehe, was mich ein bisschen einlädt und wo ich das Gefühl habe, Mensch, vielleicht hast du auch eine Landschaft mit dem Hintergrund oder vielleicht bist du gerne in Natur draußen oder ein Bild, was dich bei deinem Hobby zeigt, dass ich so einen Eindruck noch bekomme, was du für ein Typ Mensch bist. Ja, ich hoffe, dass dir das... Da ist nur eins mit dem Hund. Ich sehe leider nur das Profilfoto. Das andere kann ich leider nicht sehen. Ich weiß jetzt nicht, welche anderen du noch drin hast. Deswegen. Hundi. Ja, Hundi ist aber cool. So, ihr Lieben, unsere Zeit ist schon rum. Danke, Leon. Und Pommes. Ich habe Hunger. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal hier auf dem Kudamm und auf dem Heimweg noch was essen oder so. Danke für die Chilis, danke für die Pommes, ich habe Hunger. Oh ja, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Money, 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 dankeschön. Danke für den Burger, oh, jetzt habe ich noch mehr Hunger, Leute. Jetzt kriege ich Kohldampf. Noch ein Burger, Mann, jetzt habe ich echt Hunger. Gerne für die Tipps, sehr gerne geschehen. Nächste Woche Donnerstag, wie gesagt, Trennungsschmerz haben wir nächste Woche, wie du über deinen Ex hinwegkommst und wie du mit deiner Trauer umgehst und wieder glücklich wirst. Und das machen wir nächste Woche Donnerstag. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche. Geht rüber zu Adrenalin, wenn ihr Lust habt, weil da geht es heute um den Mr. und Mrs. Luwu, die gewählt werden. Danke. Leon,
Danke, danke. Und ich bedanke mich von Herzen für alle meine Modis. Viele sind jetzt schon rüber. Vielen, vielen Dank. Danke, Klaus. Und danke, Maria. Danke, Niki. Danke, Roberto. Danke, Marc. Vielen, vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Danke an Lovu, dass ich hier jede Woche in eurem Namen sozusagen streamen darf, um Tipps zu geben. Danke, dass ihr mich hier immer unterstützt. Dickes Herz an euch. Und ja, wir sehen uns nächste Woche oder auf Instagram am Sonntag. Bis dann. Ciao, ihr Süßen.